So, willkommen zu einer kleinen Folge Call of Duty Vanguard Beta. Die ist aktuell noch free to play für den heutigen Tag. Ich habe gestern schon mal reingeschaut. Ich habe aktuell auch nur die Default-Klassen hier jetzt mit einem STG-44 und dieser Maschinenpistole. Wir verlieren Ziel Ich Charlie. kenne weder die Maps noch Baker wird irgendwie die Spielmodi teilweise. Das hier ist jetzt so ein bisschen klassische Herrschaft. Baker gehört uns. Schreib's auf deinen Deckel. Auch noch Im nach zum Weltrecht, aber noch kurz mal. Vergleich zu Cold War. Die Führung ist unser. Fühlt sich dieses Spiel hier schon mal allein in der Beta einiges besser an. Allerdings habe ich hier immer noch so ein paar Probleme mit der Sicht. Mal gucken, ob das in den Grafikeinstellungen liegt, aber an sich. Ah, okay, der Vault war jetzt blöd. Aber an sich macht es soweit schon ganz Spaß. Das Weapon Handling erinnert eher an Modern Warfare. Nicht so sehr an Cold War. Grafik ist meiner Meinung nach auch wieder besser. Ich fand irgendwie, dass das Cold War einen ziemlichen Comic-Stil hat. Von uns ist ja auch keiner Fan von Cold War. Also wir haben es eigentlich nur gespielt, weil man unbedingt eine Waffe für Warzone leveln musste. Sie nehmen Abel ein. Bin mal gespannt, wie es mit der Integration für Warzone irgendwann mal funktionieren soll. Weil sich die Waffen schon nochmal anders handeln im Vergleich zu. Oh Gott, da hing ich jetzt irgendwie fest. Also die Waffen schon nochmal anders anfühlen im Vergleich zu Modern Warfare oder auch Cold War. Was auch schlicht und ergreifend der Zeit natürlich geschuldet ist. Alle Ziele gesichert. Das kriegt im Tor. Alle Autobahnen. Sie nehmen Abel ein. Ich muss jetzt mal kurz hier dieses Hintergrundgelaber muten. Kann ich nicht auch. Kann ich nicht alle muten. Genau, Herrschaft in Hotel Royal. Ihr seht, die Map spielt in Paris. Insgesamt weiß ich jetzt gar nicht, wie viele Modi es gibt, aber einige von den neuen sind dabei, also dieses Champion Hill zum Beispiel. Aufklärung durchkämmt den Sektor. Wir verlieren Ziel Abel. Oh ja, der hat mich erwischt. Genau, so wie ich das verstanden habe, gibt es ach du Scheiße. Gibt es nicht wieder zwei Fraktionen wie in Modern Warfare oder in Cold War, weil da zumindest nie was angezeigt wird. Aber ich spiele jetzt hier anscheinend gerade Polina, das ist die russische Scharfschützin aus der Kampagne, wenn mich nicht alles täuscht, eben zu diesem Vanguard Squad gehört. Oh. Da habe ich gerade. Okay, habe ich gerade nicht aufgepasst. Jetzt sind hier, glaube ich, 100. Das war gerade dieses Pfeifen. Ein Abschuss revitalisiert mich immer. Wir halten Baker. Warum Munition verschwenden, wenn man zwei auf einmal erledigen kann? Feindliche Rauchgranate! Oh ne, da haben wir noch einen Namen drin. Wir verlieren Ziel Charlie. Also das Hauptgefecht spielt sich hier auf dem Dach ab. Sie nehmen Charlie ein. Man kann noch unten in diesen, in dieses obere Stockwerk, bevor wir mal kurz durchgelaufen sind. Charlie wird gesichert. Ist das ein eigener Hund?
Scheint ein eigener Hund zu sein. Wir erobern Charlie. Wir haben alle Ziele eingenommen. Positionen halten. Das nicht locker. Wir können das schaffen. Wir verlieren Ziel Able. Genau, hier dieses, das was man hier sieht, sind hier diese Holzwände, die zerstörbar sind. Also gibt's partiell zerstörbare Strukturen. Neue Daten stehen bereit. In der Map. Wir verlieren Ziel Baker. Wieso fall ich dir jetzt? Wir verlieren Ziel Baker. Feindliche Positionen werden markiert. Ansonsten wirkt es noch so ein bisschen unflüssig. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das irgendwie an den Settings von mir liegt. Aber so ein bisschen vom Spielgefühl her sind ein paar Sachen etwas hakelig. Wenn man zum Beispiel rutscht. Komm, komm, von meinem Mann! Rutscht man irgendwie, ist ein bisschen komisch, weil die Rutschgeschwindigkeit sehr langsam ist und dann das Ende. Slide Cancel gibt es allerdings auch wieder. Also ich kann mein Slide hier abbrechen. Den habe ich gar nicht gesehen. Aber das ist auch noch sowas. Also, ähnlich so ein bisschen wie mit dem Rose-Skin in Warzone verschwimmen die Leute schon teilweise sehr vor den Texturen, wenn es farblich irgendwie halbwegs zusammenpasst. Wir erobern Able. Wir verlieren Ziel Charlie. Wir erobern Baker. Vor allen Dingen hier bei der Splittergranate seht ihr, dass das hier die zwischen drücken und werfen, also ich habe G immer nur angetippt, vergeht einige Zeit. Also er hat die Granate ein ganzes Stück länger in der Hand als zum Beispiel bei Modern Warfare. Bei Cold War ist es ja zum Beispiel mit der Semtex so, dass er die Semtex rausholt, nochmal umgreift, bevor er wirft. Charlie wird abgeriegelt. Wir verlieren Ziel Able. Ah, schon wieder einer weg. Huppala. Oh. Wir nehmen Baker ein. Wir nehmen Charlie ein. Wir verlieren Ziel Able. Sie nehmen Baker ein. Aber ich muss jetzt schon sagen, ich finde, dass sich das Spiel wesentlich besser anfühlt als Black Ops Cold War. Auf jeden Fall, also dieses Fazit fälle ich schon mal. Jetzt haben wir endlich den Hund. Der seit Ewigkeiten sein Unwesen treibt. Also, wenn wir hier nochmal gucken, wir haben hier noch andere Waffen. Nehmen wir hier ein MG42 mit. Oh, da bin ich aufgepasst. Was ist das hier? Bist du Rauch? Nein, okay. Alles klar. Thermitgranate. Schaut jetzt so aus. Aufstützen hier gibt es auch wieder. Also man... Und im Gegensatz zum... Ist hier eben auch eine Neuerung. Im Gegensatz zum Modern Warfare. Ich kann hier... Ich bin immer noch aufgestützt. Aber ich kann hier links und rechts gehen. Und ich kann auch nicht mehr einfach weggehen, sondern ich muss tatsächlich die Leertaste drücken oder das Aufstützen über meine, bei mir jetzt die Daumentaste wieder aufheben.
Ich wollte euch jetzt eigentlich gerne noch eine andere Mechanik zeigen. Genau, hier blindes Feuer. Wenn ich ganz eng hinter einer Deckung stehe und auf Schießen drücke, dann kann ich blind hinter der Deckung herfeuern. So. Genau. Ich mache noch ein, zwei weitere Folgen. Einfach, damit man noch ein bisschen die Maps sieht. Ich spiele noch mal mit ein paar anderen Waffen. Genau, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Die anderen Folgen kommen auch heute oder morgen. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao.